Good. Was geht ab, Freunde? Sascha von SkillGamerTVs Video und herzlich willkommen zum zweiten Video zur FIFA 15 Web-App. Im Hintergrund seht ihr schon das beste Team, was wir im Moment haben, mit den besten Spielern natürlich. Ja, einen seltenen Goldspieler haben wir jetzt schon mal und unsere Chemie ist schon mal 45, Bewertung 72. Naja, könnte besser sein. Ich guck nochmal, ob wir einen Manager tauschen können. Nein, wir haben nur einen natürlich. Ja, wir spielen die 4-2-1-2-Formation, die zweite. Und gehen jetzt mal auf den Transfermarkt. Oh, jetzt muss ich wieder. Weil wir wollten mal weiter gucken mit den Spielern, wie viele schon draußen sind. Bale. Eieiei, ist schon fünfmal drauf. Eieiei, aber was für Werte, der hat er auch. Richtig kranke Werte. Los Santos. Ronaldo haben wir schon in der letzten Folge geguckt. Aber ich wollte jetzt nochmal schnell gucken, ob einer dazugekommen ist in der kurzen Zeit. Aber ich glaube, Messi glaube ich auch nicht, oder? Nee. Sonst gibt es noch, welche heftigen Spieler gibt es denn noch? Ribéry kann man mal eingeben. Gibt es den schon? Jo, 2, 4, 6, 8 Stück gibt es schon. Manuel Neuer, der bestbewertete Torwart im Spiel. Der gibt schon eine ganze Seite voll. Und ja, wir haben noch 3 Packs im Shop. 2 nur Spielersets und ein Season Ticket. Ich hoffe natürlich, was kann man, was da? Oh ja, hier. Team der Woche kann man nochmal kurz ansprechen. Neymar in Form, Team Maria in Form und Diego Costa in Form. Hammer geile Spieler. Wenn wir jetzt einen davon ziehen würden, dann würde ich ausrasten, aber sowas von. Wir öffnen hier gleich mal das erste Pack. Aber es sind auch Bronze-Spieler drin und wir haben einen aus der türkischen Liga mit 41 Tempo. Oh, Gaetan, nicht schlecht schon mal. Pizzi auch kein nicht mit schlechten Werten, würde ich jetzt mal sagen, aber nicht so ein geiles Pack. Silberspieler 84 Tempo natürlich. Ja, Gaetan ist schon mal nicht schlecht. Packen wir mal alle zum Verein und gehen zurück zum Shop und öffnen gleich hier gleich hintereinander das nächste. Mal sehen, wen wir jetzt drin haben, aber kein seltenes Spiel, sondern nur Polly. Oh, seltenes Objekt, Silber. Polly, keine Ahnung, Kampel. Kam aus der zweiten Bundesliga, Subasic. Ja, naja, ne, könnte besser laufen. Und ja, das Video geht echt noch nicht lang, 3 Minuten erst. Das bewahren wir zum Abschluss der Folge aus. Ja, wir haben bisher erst 1000 Münzen, aber natürlich schon ein paar bessere Spieler. Jetzt haben wir noch ein paar gute Spieler gezogen mit Gaetan und so. Aber dennoch kein Superstar im Team. Also heißt es wohl, wenn im letzten Pack kein überragender Spieler, also der schon 10.000 oder was wert ist, muss ich halt mit niedrigen Spielern traden. Also erstmal mit so Non-Rare Gold-Spielern so und so. Also das wird schon schwer. Ich hatte erhofft, dass ich irgendwie einen guten Spieler ziehe, irgendwie der vielleicht jedenfalls schon 4.000-5.000 wert ist, mit denen anfangen zu traden. Und ja, die für Xbox One ist natürlich geil. Die konnten ja schon 6 Stunden zocken, auch Spiele zocken, konnten sich schon Münzen eher spielen. Und natürlich auch mit FIFA Points die YouTuber, also die großen YouTuber, natürlich auch schnell erstmal schön, keine Ahnung wie viele Points aufgeladen, 20.000 oder so, richtig krank. Ja, ich werde mir wahrscheinlich auch FIFA Points kaufen, aber nicht so viel, das ist ja hammer teuer. 24.000 FIFA Points, keine Ahnung, über 200 Euro oder so. Und ja, das war's dazu. Und ja, das zweite Video wird wahrscheinlich auch nicht so lange gehen. Ich habe noch 2 Accounts mehr, die habe ich allerdings erst seit einem Jahr. Da denke ich mal, habe ich nicht so viele Gratis-Sets bekommen. Aber da steige ich auch gleich mal um. Und das machen wir dann im nächsten Video. Das wird dann wahrscheinlich ein bisschen länger gehen, weil da schneide ich das zusammen, dass wir beide Accounts die Packs öffnen. Und wir öffnen jetzt hier das Season-Ticket. Das ist ein Belohnungsset für den Kauf des Season-Tickets. Da habe ich mir letzte Jahr gekauft und hier haben wir einen, oh, jetzt haben wir nicht mal einen seltenen Spieler hier drin. Aber ein Trainer, RFRAs und einen seltenen Vertrag, bombenmäßig. Aber jedenfalls 2 Argentinier.
Naja, ne. Sentinel ist schon mal ein geiler Chemie-Teil. Und sonst, naja, ne. War nicht so der Burner. Ich will mal gucken, wie viel ich hier umsetze. Ach, diese ist so unnötig. Ja, wie immer halt, ne? Neue Cover sind auch da, neue Spielgesichter auf den Packs. Und dann war es auch schon zu diesem Video. Und wir haben noch 3 Packs geöffnet. Aber wirklich kein guter Spieler war da drin. Selbst in diesem Season-Ticket, wo 3 seltene Objekte drin war, war leider auch kein guter Spieler dabei. Hätte besser laufen können, aber macht ja nichts. Das wird alles noch. Und ich würde mich natürlich trotzdem über einen Daumen nach oben freuen. Und dann macht es gut. Bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao!